einigen Monaten werden Oanane Kitty und Erich Klan zum zweiten Mal Eltern. Ob Junge oder Mädchen ist noch nicht bekannt, nun gibt es allerdings einen ersten Hinweis. Mitte Oktober teilten die ehemaligen Let's Dance Stars Oanane Kitty, 33, und Erich Klan, 34, überglücklich mit: Sohnemann Nicolas, 9, bekommt ein Geschwisterchen. Ob Nicolas sich über eine Schwester oder über einen Bruder freuen kann, das wollte das Paar bisher nicht verraten. Doch jetzt könnte Erich einen entscheidenden Hinweis gegeben haben. In seiner Instagram-Story nahm der bald zweifach Papa seine Fans mit auf Shoppingtour. Beim Stöbern nach neuen Tanzschuhen für Oana machte Erich eine süße Entdeckung, die er seinen Fans nicht vorenthalten wollte. Er postete ein Bild von gepunkteten Mini-Tanzschuhen und schrieb dazu: für Mädels, die wissen, dass sie tanzen werden, bevor sie laufen können. Ein Indiz dafür, dass das Paar eine Tochter erwartet? Bis das Geschlecht des Babys offiziell verkündet wird, müssen wir uns leider wohl noch etwas gedulden. Oanane Kitty und Erich Klan wollen ihre Kinder nicht öffentlich zeigen. Überhaupt legt das Paar sehr viel Wert auf die Privatsphäre der Familie. Oana spricht auf Instagram zwar über ihre Schwangerschaft und auch einige Beschwerden. Doch eins stellt die gebürtige Rumänin klar: sie möchte aus ihrer Schwangerschaft und ihren Kindern kein Geschäft machen. Ich werde wieder Mami, allerdings möchte ich daraus keinen Babyblog machen, machte sie deutlich. Dafür seien Kinder viel zu wichtig, viel zu heilig. Auch ihren Sohn Nicolas zeigen Oana und Erich nicht auf Instagram. Das Paar lernte sich 2009 kennen, 2012 erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. Profitänzerin Oanane Kitty verließ 2018 Let's Dance. Klan hatte im Februar 2021 sein Aus bei der Show nach 10 Jahren bekannt gegeben. Im Podcast Tanz oder gar nicht, Let's Talk, gewährten sie einen Einblick hinter die Kulissen der Show. 2019 und 2020 unterstützte Nicky die Pop-Titan Dieter Bohlen, 67, in der Jury von Deutschland sucht den Superstar.